أنا كتبت قصيدة صغيرة لرأس السنة لإلكم للمشاهدين الكرام، وسمي هذه القصيدة قصيدة الاندماج والصداقة. نعم، كتبت القصيدة على السريع، إن شاء الله بتحبوا القصيدة. هلا بدي أقرأها وخلاص. تحت الفيديو بتلاقوا القصيدة كمان بشكل مكتوب، وفي كمان ترجمة. أنا ترجمته على اللغة العربية، ولكن سطر سطر مشان تشوفوا المعنى لكل سطر بالألماني، وبعد ذلك أضيف ترجمات. اللي يحب يترجم بحط ترجمة أحلى تحت الفيديو كمان. إذا حسيتوا لا لازم ترجموا هاي بحطوا تحت كمان. نعم، شكرا كثير. هلا بدنا نبلش. Ich war im Alter von 8 Jahren, als wir auf dem Postamt waren. Da sah ich einen fremden Mann, der hatte auch Seltsames an. Und wie ich vor ihm stehen blieb, sah ich, dass er komisch schrieb. Von rechts nach links, ganz überlegt, hat er seinen Stift bewegt. Ich fragte meinen Vater dann, woher kommt denn dieser Mann? Das ist ein Araber. Und wo? Die leben, ja, da schreibt man so. Geht es, dass auch ich das lerne? Wenn du das willst, dann mach das, gerne. Und es schadet wirklich nicht, wenn man noch andere Sprachen spricht. Und später dann, man glaubt es kaum, erfüllte ich mir meinen Traum. Ich habe die Sprache dann studiert, mich immer mehr arabisiert. Hocharabisch, Dialekte, alles, was mein Interesse weckte, wollte ich genau verstehen und auch die Welt vor Ort mal sehen. So reiste ich an die Levante, wo ich anfangs niemand kannte. Doch bereits nach kurzer Zeit fand ich Freunde landesweit. Gastfreundlich und hilfsbereit, all das war Selbstverständlichkeit. Niemals ließ man mich im Stich, und je mehr die Zeit verstrich, desto mehr wurde mir klar, ich hatte auf dem Kopf kaum Haar. Nein, ganz im Ernst, was dann geschah, war, dass ich ganz deutlich sah, dass ich im Leben wenig wusste und noch sehr viel lernen musste. Geduld und Teilen etwa, ja in echt, darin war ich wirklich schlecht. Nach wirklich viel zu kurzer Zeit war es leider schon so weit, das Flugzeug stand auch schon bereit. Ich muss jetzt gehen, tut mir leid. Zum Abschied sangen wir noch Lieder, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ich werde euch ganz doll vermissen, das sollt ihr immer deutlich wissen. Dann ist geschehen, was geschah, jetzt seid ihr hier und nicht mehr da. Die Umstände sind leider schwer, doch euch zu sehen freut mich sehr. Ihr seid jetzt noch nicht lange hier, kämpft mit Bergen von Papier. Und der Sprache, die man spricht in diesem Lande, leicht ist's nicht. Und ich frage mich, was wird euch nützen und euch beim Deutschlernen unterstützen? Wie kann ich mich, anstatt zu schweigen, euch endlich mal erkenntlich zeigen? Und daher habe ich mich entschieden, das habe ich bisher strikt vermieden, mich zu filmen, das ist neu. Eigentlich bin ich kamerascheu. Ich wünsche euch gutes Gelingen beim Lernen und allen anderen Dingen. Dafür klopfe ich 3-mal auf Holz. Ihr macht mich ganz furchtbar stolz. Ohai kano qasida bitmanna intu habaytu qasida kanabta asariha ana asif yani mu yani fan jiddan bas hik shukran kteer bitmanna lakum bil almani. Ich wünsche euch einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr und alles Gute im Jahr 2018. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.